herzlich willkommen zum Orgelporträt im Dekanatsbezirk Neu-Ulm. Heute sind wir in Bechingen in der Nikolaikirche und treffen auf den Organisten Thomas Bäuerle. Ja, wir sind hier in der St. Nikolaikirche in Bechingen und stehen vor der 1922 erbauten Steinmeier-Orgel. Also knapp 100 Jahre altes Instrument, das allerdings seit 20 Jahren nicht mehr gespielt wird. Der Zustand, begutachtet durch einen Sachverständigen, schon bereits vor 8 Jahren, hat bezeugt, dass es einfach nicht mehr eine Reparatur sich nicht mehr lohnt, dass der Zustand mit Holzwurm, mit kaputten Pfeifen, Traktur etc. Eine Reparatur würde da die 100.000 übersteigen, eventuell einen Rückbau auf 1922, da die Orgel 1965 umgebaut wurde. Da würde ein Umbau oder ein Rückbau auf 150.000 Euro wurde geschätzt, sodass der Sachverständige auch hier sein Rat dazugegeben hat zu einer Neuanschaffung. Und vor 8 Jahren hat dann die Kirchengemeinde, der Vorstand, beschlossen, eine neue Kirchenorgel für die Nikolaikirche in Auftrag zu geben, beziehungsweise das Spendensammeln ist somit losgegangen, bereits vor 8 Jahren. Ja, und da sind wir leider noch immer dabei. Corona-bedingt können wir auch momentan keine Spendenkonzerte durchführen, aber es ist immerhin schon ein guter Betrag von knapp der Hälfte des Anschaffungswertes, 200.000 bis 250.000, ist beisammen, sodass man in eigentlich nächster absehbarer Zeit die Ausschreibung beginnen könnte. So sind wir natürlich jetzt im momentanen Zustand definitiv angewiesen auf Förderprogramme, auf Stiftungen, staatliche Hilfe. Vor 20 Jahren, als die Orgel außer Betrieb genommen werden musste, ist ein Ersatzinstrument, eigentlich probeweise aufgestellt werden, eine elektronische Orgel, die nun jetzt auch schon wieder 20 Jahre und viele Reparaturen hinter sich hat. Und auch da wurde gesagt, angesichts der Elektronik, des Zustandes der Lautsprecher, wenn die Lautsprecher sind schon etliche Male durchgeknallt, auch da kommt eine Reparatur nicht mehr in Frage. Der Klang, die Technik ist einfach nicht mehr zeitgemäß, sodass auch hier wir hoffen, dass die alte Orgel, die zweite elektronische Orgel, noch lange durchhält, aber wir hoffen auch, dass es nun bald aber auch zu einem Zielspurt kommt bezüglich Neuanschaffung.